Jo Leute, Magstar hier und heute spielen wir The Crew 2. Ja, wie ich letztes Mal, glaube ich, auch schon angekündigt habe, ist auch ein zweites Street Racer Rennen neu gekommen durch ein Summit oder Update oder wie man das Ganze auch immer nennen will, und zwar das One Upon a Time in Brooklyn. Ja, klingt auf jeden Fall richtig spannend und ich würde mal sagen, wir legen gleich mal los mit diesem Rennen. Wie gesagt, zuerst werden wir jetzt mal auf einfach starten und dann werden wir natürlich auf schwer und dann natürlich auf Ass. Und mit welchem Wagen werden wir das natürlich tun? Ist ja natürlich logisch, mit dem DeLorean, Leute. Nee, nicht mit diesem, nicht mit diesem, nicht mit diesem. Ich möchte es gerne mit dem DeLorean machen. Kann ich den Wagen wechseln? Hallo, ich möchte den Wagen wechseln. Ja, egal, Leute. Ich wollte es jetzt eigentlich mit dem DeLorean machen, aber dann machen wir es heute mal ausnahmsweise mit einem anderen Wagen. Eigentlich wollte ich es jetzt gerne mit einem DeLorean machen, aber weil ja alles so schön Oldtimerhaft aussehen, behalte ich den Oldtimer. Oder Leute, ich glaube, es könnte auch geplant sein, dass es ein Oldtimer-Rennen ist. Leute, das könnte wirklich sein. Aber auf jeden Fall seht ihr eine neue Strecke. Auf jeden Fall richtig geil, Leute. Ich feiere diese Strecke wirklich. Wow! Da sind wir ja, glaube ich, noch nie durchgefahren oder selten. Digga, richtig bombastisch geil, diese Fahrbahn, ey. Wow, Mann. Ja, und wie ihr natürlich gelesen habt, in Brooklyn sollte das Ganze sein. Also natürlich, glaube ich, in New York natürlich. Richtig nice auf jeden Fall. Und der Oldtimer sieht auf jeden Fall auch richtig nice aus. Ich würde zu gerne wissen, eigentlich, was es überhaupt für ein Oldtimer ist, wenn ich jetzt mal richtig lesen könnte hier. Es ist ein Mustang. Oha. Digga, das ist ja mal ein krasser Mustang. Okay, ich dachte, man kann seinen eigenen Wagen benutzen. Sonst hätte ich den DeLorean hätte ich sonst genommen, Leute. Aber schade, dass wir den heute nicht benutzen können. Aber trotzdem spannend, Leute. Ja, wie ihr seht, es ist, glaube ich, ein geliehenes Fahrzeug. Ich weiß gar nicht, ob wir den zur Verfügung haben oder nicht. Denn ich habe jetzt beim Twitch-Livestream habe ich viele Fahrzeuge natürlich gekauft. Von daher weiß ich nicht, ob ich vielleicht schon zufälligerweise so einen Wagen besitze. Aber dieser Wagen kommt mir nicht bekannt vor, als ob ich den mal gekauft hätte. Vielleicht mal vor ein paar Monaten könnte es sein, dass der in einem Bundle war. Aber denke ich jetzt auf jeden Fall auch weniger. Zurück zu der Strecke. Ja, ihr seht auf jeden Fall, man muss hier lange unter die Brücke fahren. Oh, ein LKW, der noch brennt. Alter Schwede, wie krass gemacht. Okay, also diese Strecke ist nicht nur... ist nicht nur cool, sondern auch krass gemacht und ein bisschen schockierend mit diesem LKW, der dort natürlich am Brennen war. Ja, wir dürfen natürlich nicht nachlassen. Ihr seht auf jeden Fall wieder, es ist ein richtiges Stadtrennen. Bei Stadtrennen muss man auf jeden Fall immer Gas geben. Oh mein Gott. Oh Gott. Die sind ja richtig nahe hinter mir. Ah, Mann. Nee. Du kommst nicht vor mir. Du kommst nicht vor mir, Freundchen. Freundchen. Nee. Oh mein Gott, ey. Was für ein heftiges Rennen, Mann. Das... Ja, toll. Kannst du bitte schön ein bisschen schneller fahren? Dankeschön. Oh nein, nein. Oh shit, ey. Ja, jetzt bin ich richtig knapp dran. So, ich muss jetzt... Ein bisschen... Ah, Mann, nein. Oh mein Gott, ja. Leute, beim letzten Rennen hat es mich gar nicht herausgefordert, aber ihr merkt auf jeden Fall den Unterschied. Heute fordert es mich heraus, vor allem bei geliehenen Fahrzeugen, weil ich es ja nicht vorher tunen konnte und es natürlich fast etwa auf dem gleichen Stand ist wie alle anderen Fahrzeuge. Und wie ihr natürlich auch bemerkt, ich kann nicht 300 fahren, leider mit diesem. Auch wenn ich es gerne würde, Leute. Wenn ich jetzt dieser Wagen bekomme, Leute, durch das Summit, also das wäre jetzt geil, wenn ich dieser Wagen noch gratis bekomme, dann werde ich ihn auf jeden Fall tunen, weil das ist das Wichtigste, Leute. Tunen ist immer wichtig, Leute. Solange ich jetzt wie jetzt ein bisschen mehr Vorsprung gewinne, alles im grünen Bereich. Weiter so. Geil, Mann. Ja, jetzt hole ich wieder richtig auf. Ich gehe früh in Führung und da vorne ist schon das Ziel. So, den Rest werde ich jetzt natürlich noch von der Innenperspektive noch abschließen.
Sehr schön. Also ich kann mir schon vorstellen, wenn dieser Wagen auf der höchsten Leistungsstufe ist, dass der auf jeden Fall enorm schnell ist. Ja, die Strecke ist richtig geil gemacht, Leute. Richtig krass auf jeden Fall. Vor allem mit diesem LKW, der am Brennen war. Und vor allem auch, dass man diese Oldtimer fahren muss. Für alle gab es ja auch schon, als ich The Crew 2, wo ich ja noch die Karriere von allen Street Race Rennen durchspielen musste, gab es ja auch mal so etwas. Ja, jetzt haben wir es auf jeden Fall auf einfach abgeschlossen. Jetzt werden wir es natürlich aber auf schwer machen. Genau. Mal schauen, ob ich bei schwer jetzt auch noch eine Chance habe hier. Okay, das sollte auf jeden Fall drin liegen. 280 sollte meine Leistungsstufe, glaube ich, sein. Aber leider eben kann ich meinen eigenen Wagen nicht benutzen. Ja, ich dachte, aber es sieht auch beim Thumbnail so aus. Leider kann man den eigenen Wagen nicht benutzen. Man muss leider diesen benutzen. Aber halb so schlimm. Geliehenes Fahrzeug steht sogar. Ich möchte den mal mir gerne würde ich den gerne mal anschauen. Es ist ein alter Mustang, Leute. Wirklich ein alter Mustang, ein Oldtimer, Leute. Mal schauen, ob wir auf einer schwierigeren Schwierigkeitsgrad überhaupt noch Chancen haben. Weil wenn nicht, dann müsste ich mir diesen Wagen kaufen. Weil nur dann hätte ich natürlich eine Chance, diese ganzen Autos hier aufzuholen. Ihr seht, die haben schon viel schnellere Vorsprung wie ich. Aber auch wenn es ums Verlieren geht, Leute, und ich jetzt weit hinten bin, probiere ich es. Ne? Ich meine, ich muss wahrscheinlich diese Karre kaufen dafür, was wir ja eigentlich nachher gleich mal machen können nach diesem Rennen. Oh, shit. Oh, das sind ein paar verfehlt. Jetzt kann ich wieder aufholen, ne? Jetzt kann ich wieder aufholen. Schön gemacht. Wenn es dort vorne nochmals crasht, dann kann ich nochmals aufholen. Ich habe nicht einmal geahnt, dass es ein geliehenes Fahrzeug ist, aber weil natürlich auch schon am Anfang fast alle gleich schnell gefahren sind wie ich. Endlich Gas! Alle anderen Mechaniker lachen schon über mich. Ja, tut mir leid. Verlieren gehören nun mal dazu. Ihr seht, ich bin 8. Platz, aber auf Ehre, Leute, für euch bleibe ich jetzt mal dran. Weil ich meine, gewinnen oder verlieren gehört ja auch mal zum Spiel. Und ich meine, verlieren gehört genauso dazu wie natürlich gewinnen. Jetzt seht ihr auf jeden Fall, man muss diesen Wagen auf jeden Fall kaufen. Das können wir nachher gleich mal tun. Dann kaufen wir nachher mal diesen Wagen und dann schauen wir dann weiter. Wenn man überhaupt diesen Wagen kaufen kann, aber ich denke, wenn der überhaupt verfügbar ist. Vielleicht kann man den gar nicht kaufen, wobei ich mir das praktisch fast nicht vorstellen kann. Den muss man eigentlich kaufen. Also wenn man den nicht kaufen kann, dann ist etwas los. Dann ist irgendetwas los, wenn man den nicht kaufen kann. Und zwar heftig ist dann etwas los. Oh mein Gott. Puh, ist das ein unangenehmes Gefühl, wenn man merkt, dass alle anderen viel weiter sind. Das Fiese ist, dass die geliehenen Fahrzeuge gar nicht auf der Leistungsstufe von 280 sind. Das habe ich natürlich auch vermutet, weil so langsam, wie wir natürlich auf der Leistungsstufe einfach waren, so langsam, das ist fast, wir hätten eigentlich theoretisch viel größeren Vorsprung gewinnen sollen, haben wir aber nicht. Teilweise haben ja sogar ein paar mich überholt und dann musste ich wieder kämpfen um den ersten Platz. Aber das ist Herausforderung, Leute. Also ich sage mal dazu, dieses Street Race Rennen fordert mich auf jeden Fall richtig heraus. Nur so viel kann ich dazu sagen. Aber abschließend tue ich es jetzt auf jeden Fall. Jetzt kann man mal den Unterschied erkennen, Leute. Hier ist es ein geliehenes Fahrzeug. Im letzten Let's Play auf der Miami 80 Ride. Beim Miami 80 Ride des Street Race konnte ich ja natürlich frei meinen Wagen wählen. Aber da muss es wieder ein Oldtimer sein. Und zwar der Mustang, Leute. Den werde ich mal schauen, ob der nachher im Shop verfügbar ist. Dann werde ich den kaufen und dann können wir das Ganze auf Schwer und auf Ass noch abschließen. Dann haben wir das auch hinter uns. Aber dieses Rennen fahre ich jetzt zu Ende. Was wir begonnen haben, machen wir zu Ende. Genießen wir trotzdem dieses Rennen. Auch wenn es eigentlich schon im Voraus, ja, dass, wenn man sieht, dass ich am Verlieren bin. Und das Ziel ist hier vorne. Sehr schön. Gut.
Ja, wie ihr seht, definitiv, ich habe verloren. Es lag natürlich an der Leistungsstufe. Genau. Ja, ich würde jetzt mal sagen, ich schaue mal, ob ich mir diesen Wagen kaufen kann. So, Leute, der Wagen ist gekauft. Ich habe ihn gefunden, der Ford Mustang Boss 429. Ja, jetzt geht es auf jeden Fall weiter los. Jetzt habe ich ihn auf die höchste Leistungsstufe getunt. Jetzt ist Schluss mit lustig, Leute, ne? Jetzt ist richtig Schluss mit lustig. Dieser Wagen ist jetzt nicht mehr geliehen. Dieser Wagen gehört jetzt mir, Leute. Dieser Wagen gehört jetzt definitiv mir. Und jetzt ist Schluss mit lustig. Wow, der gibt ja schon richtig Vollgas. Also Oldtimer können sehr schnell sein, wenn sie natürlich auf der höchsten Leistungsstufe getunt sind. Das kann wirklich wahr sein, Leute. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie dieser Wagen Gas gibt. Darauf bin ich jetzt wirklich mal gespannt. So, vor allem bei dieser coolen Strecke hier, wo es unter der Brücke durchgeht, hier in New York, da kann es wirklich ziemlich cool losgehen. Gibt dabei ordentlich gut. So, jetzt ist aber Schluss mit lustig, ne? Oh mein Gott, wie viel Gas das dieser Wagen drin hat. Der gibt ja... Alter, der ist beim Anfahren ja fast gleich schnell wie der Dodge Hellcat, ey. Oder sogar noch schneller. Wow! Oh mein Gott, dieser Wagen ist eine Maschine, Mann. Nur noch das Abdriften fehlt, ne? Alter, aber dieser Wagen ist eine Maschine, ey. Also nachher werden wir es auf jeden Fall bei Ass probieren. Jetzt haben wir es auf Schwer mal. Jetzt probieren wir es auf Schwer und das werden wir auf jeden Fall schaffen, Leute. Da bin ich mir sicher. Und nachher werden wir es natürlich bei Ass probieren, ne? Ja, okay. Für einen Moment bist du jetzt vielleicht erster Platz, ne? Kommt aber auch drauf an, wie lange, ne? Freundchen. Lange nämlich nicht. Aber Oldtimer-Rennen finde ich in der Crew 2 immer eine geile Sache. Oh, jetzt wird es noch rutschig, Leute. Das kann ich heute mal richtig auf dieser Bro-Clean-Strecke hier mal, sage ich jetzt mal, kann das mal richtig spannend werden. Okay, ich habe immer noch weiterhin Vorsprung. Ja, zum Driften muss ich sagen, ist dieser Wagen jetzt nicht der beste, muss ich jetzt ganz ehrlich zugeben. Ah, Mann. Aber wo wir hier durchfahren, das ist wirklich interessant. Also ich glaube teilweise kommen da Quartiere hervor, wo es glaube ich vorhin gar nicht gab oder wo ich besser gesagt gar nie durchgefahren bin. Also ich finde es auf jeden Fall richtig krass gemacht. Und wir haben jetzt übrigens eben den Wagen auf die höchste Leistungsstufe, habe ich den getunt. Auf 280, Leute, also werden wir es nachher safe noch bei Ast durchziehen. Nee. Vielleicht nicht ein weiter Vorsprung, ne, aber eine Herausforderung ist es, Leute. Egal auf welche Leistungsstufe das man spielt, es ist nicht einfach. Hier ist es wirklich eine Herausforderung. Beim letzten Rennen konnte ich easy alle überholen, aber hier muss man wirklich um den Sieg kämpfen, das merkt man. Jetzt, wo es wieder geradeaus geht, habe ich zwar wieder gute Gelegenheiten, um hier wieder ordentlich in Führung zu gehen, aber trotzdem bleibt der Gegner nahe dran hinten. Und deswegen muss man wirklich um den Platz kämpfen. Aber das schaffen wir, Leute, da bin ich mir sicher. Weil eben, die alle anderen sind wahrscheinlich etwa auf dem gleichen Niveau, deswegen vermute ich wahrscheinlich, dass alle fast etwa gleich sind vom Oldtimer-Power her. Obwohl ich eigentlich vielleicht einen Vorteil haben sollte, aber jetzt, wo halt alles rutschig ist, rutscht man halt schnell aus in diesen Kurven. Schön gemacht. Das war jetzt ein geiler Drift. Das war jetzt wirklich ein geiler Drift. Ich musste gar nicht mal fest driften, Leute. Jetzt habe ich schon die Taktik rausgefunden. Und da vorne ist das Ziel. Jetzt habe ich richtig viel Vorsprung gewonnen. Gegen Ende gewinne ich noch richtig viel Vorsprung, aber das ist wirklich nicht eine easy Strecke. Vor allem mit einem Oldtimer nicht, Leute. Also das muss man wirklich ernst nehmen. Wenn man so ein Rennen nicht ernst nimmt, dann hat man schnell verloren hier. So, natürlich werde ich jetzt diese Liveboxen wieder einsammeln. Okay, jetzt wird es richtig spannend, Leute. Jetzt geht es auf Ass los und hier kann es wirklich auf Ass richtig spannend werden. Aber ich gebe alles, Leute. Ich gebe alles um den Sieg. Ich gebe wirklich alles um den Sieg, das könnt ihr mir glauben. Und das wisst ihr natürlich auch. Jetzt geht's auf Ass los. So, jetzt muss ich mich warm anlegen auf dieser Strecke, Leute. Aber die Strecke bin ich jetzt schon ein paar Mal gefahren, also gewöhne ich mich eigentlich schon jetzt wieder an diese Strecke. So wie beim letzten Street Race Rennen, obwohl das letzte Miami Rennen
wo ja neu kamen durch das Live Summit, eigentlich ziemlich easy waren. Und das konnten wir ja sogar mit dem DeLorean machen. Also das mussten wir ja nicht mit einem Oldtimer machen, aber das kann wirklich geil werden. Okay, ich komme von der Seite, Vorsicht. Ja, die werde ich schön alle überholen. Jetzt bin ich schön in Führung gegangen. Ja, und der Wagen habe ich übrigens schwarz lackiert, weil grau ist mir ein bisschen zu langweilig gewesen. In schwarz gefällt er mir irgendwie besser, ne? Vorsicht, immer von diesem Pfosten muss ich aufpassen. Nicht, dass ich in so einen noch reinballere. Ja, und die Fahrzeuge sind wirklich dicht vor mir, deswegen gebe ich jetzt immer extra Nitro. Okay, jetzt haben sie stärker abgebremst wieder ich. Und hier bremse ich jetzt mal gar nicht ab. Und jetzt, Leute, ich kann es kaum fassen, jetzt habe ich schon den Vorsprung vergrößert, Leute. Ich habe schon die richtige Taktik herausgefunden. Wie ich den Vorsprung vergrößere. Vorhin auf schwer konnte ich den Vorsprung erst später vergrößern. Und jetzt vergrößere ich so früh schon den Vorsprung. Aber ich glaube, jetzt habe ich es im Griff mit dieser Strecke, weil die Strecke habe ich ja vorhin noch nicht so gut gekannt. Jetzt kenne ich sie ja schon langsam, weil ich jetzt schon ein paar Mal auf dieser Strecke gefahren bin. Und deswegen habe ich jetzt auch eine gute Taktik herausgefunden, auch wenn es jetzt voll nass am Boden ist. Jetzt nochmals. Oh, wow. Oh. Wow. Ohne viel zu bremsen, Leute. So ist meine Taktik, Leute. Das müsst ihr wissen. Zum Vorsprung gewinnen und zum Überholen. Man sagt ja so schön, wer bremst, verliert. Da ohne Bremsen geht es natürlich nicht, das ist klar. Aber wer bremst, verliert. Zumindest eben hier, wenn man zu viel bremst. Wir kommen zwar kaum hier bei diesem Rennen auf 300 km/h, aber es ist auch mal schön, wenn es ein Rennen ist, wo es wenigstens über 200 km/h geht, ne? Ist auch mal ein sehr nices Rennen. Oh Gott. Ja, ich bin fast immer am Ausrutschen, wenn es um die Kurven geht. Weil es natürlich vorhin geregnet hat, hier auf dieser Strecke. Aber dafür ist es ziemlich realistisch gemacht. Ja, anscheinend wird es für mich keine große Herausforderung mehr, obwohl es vielleicht ein kleines bisschen am Anfang für mich eine Herausforderung war. Aber das ist jetzt für mich easy peasy. Ja, das manage ich schnell. Das ist kein Problem. Jetzt sind wir gleich am Ziel. Sehr schön. So, Leute, wir haben es auf Ass geschafft und das noch mit so einem großen Vorsprung. Damit hätte ich jetzt echt nicht gerechnet. Ich hätte gedacht, ich muss da wirklich nochmals richtig kämpfen um den Platz. Aber ich habe es geschafft und jetzt sind wir auf Kult 303 sogar. Oder nein, 302 wollte ich sagen. Sehen wir. Zwar, nee, wir sind auf 303 jetzt dann gleich. Es zeigt das Ganze nur noch nicht an, aber das sehen wir jetzt dann gleich. So. Ja, Leute. Ihr seht auf jeden Fall, wir haben richtig gut gespielt. Und ich habe sogar ein paar Tuning-Teile natürlich vom Porsche natürlich hier, wo ich habe. Jetzt ist der Porsche nicht hier, keine Ahnung, wo der ist. Von diesem Porsche habe ich natürlich auch noch ein paar Motorteile natürlich ausgebaut. Aber naja, und vom anderen Wagen habe ich sie dann auch nochmals ausgebaut und dann habe ich diesen Wagen getuned. Ja, mir hat das auf jeden Fall dieses Street Race Rennen sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe natürlich euch auch und ich bedanke mich auf jeden Fall an alle Zuschauer ganz herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Let's Play, Leute, also macht's gut und haut rein, Leute, und tschüss.